Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play CSI Dark Motives, Folge Nummer 13. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, gehen wir direkt mal zum Pfandhaus. Oh, schick. Oh, ein Zigarettenstummel. Würde ich sagen, nehmen wir direkt mit. Wunderschön. Was haben wir sonst hier noch? Draußen. Oh, den Mülleimer können wir. Ansonsten können wir noch reingehen. Gucken wir mal in den Mülleimer. Das sieht aus wie das Papier, das wir analysiert haben. Gleiche Handschrift, gleiche Adresse. Können wir das auch mitnehmen? Nee. Na gut. Ansonsten ist hier in dem Mülleimer nichts. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. 24 Stunden geöffnet. Außer wenn wir kommen. Typisch. Das ist komisch. Hier könnte genauso gut ein Fingerabdruck drauf sein. Können wir mal versuchen. Nee. Leider nicht. Ja, das ist ja mal sehr. Oh, was hier? Achso. Das ist ja mal super gelaufen, würde ich sagen. Gehen wir mal zurück ins Labor und untersuchen den Zigarettenstummel. Ja? Hallo. Ich habe mal wieder hier was gefunden. Hier. Es gibt nichts Neues darüber zu berichten. Schade. Zigarettenstummel, hier. Wir haben mitochondrische DNS aus dem Mund des Rauchers. Ich glaube, die Kippe wird für irgendwen ziemlich gesundheitsschädlich. Komisch. Aber den Computer, DNS, Pfandhaus. Oh, das ähnelt einem sehr. Das hier würde ich sagen. Der gleiche Typ wie in dieser Bude. Vielleicht hat er gewartet, dass der Laden aufmacht. Das sollte inzwischen geschehen sein. Wunderschön. Ab ins Pfandhaus. Oh, da steht einer. Was könnte der sein? Oh, was ist das? Ein Ring? Ein Ring. Ziemlich schmutzig. Das könnte ein Familienwappen sein. Was ist damit? Nun, die ist sicher nicht frisch von der Stange. Gut. Zurück. Na gut. Dann reden wir mal mit dem. Was wollen Sie denn hier? Wie heißen Sie? Joe Nobody. Und Sie? Warwick Brown. Crime Lab. Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten? Nicht, wenn Sie nicht einen guten Grund haben. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Na gut, gehen wir nochmal ins Labor. Wir haben ja wieder ein paar Sachen gefunden. Was ist los? Ja, ein paar Sachen gefunden, haben wir ja gerade gesagt. Hier, einen Ring. Ich habe einen goldenen Ring unter all dem Fett und Schmutz gefunden. Mit diesem Siegel? Schwer zu versetzen. Sehr klein. Größe 5. Und hier die Jacke. Ich glaube nicht, dass ich mehr darüber sagen kann. Okay, wir haben ja hier ein paar Sachen gefunden. Und das hier.
weißbräunlich und anders als Menschenhaar. Nehmen wir das mal mit der Pinzette. Ups, Pinzette. Und hier war noch was drauf. Hier. Ich frage mich, was das sein könnte. Da nehmen wir mal hier diese Wattestäbchen. So. Vielleicht können wir hier noch was machen. Wo war das? Der Ring. Ich weiß nicht, kann man damit irgendwas machen? Okay, also von irgendwas. Abdrücke von machen geht nicht. Man weiß ja nie. Das war falsch. Okay. Nee. Also können wir damit nichts machen. Na gut. Dann hier erstmal die Haarprobe. Eines der Dinge, auf die wir beim menschlichen Haar achten, ist der Medullärindex. Das Verhältnis vom Durchmesser der Medulla zum Haaransatz. Aber der Index des Haares, das Sie gefunden haben, ist extrem hoch und lässt auf ein Tierhaar schließen. Wenn man von der Farbverteilung ausgeht, würde ich eine kleine Katze vermuten. Sie sollten unter dem Mikroskop einen Vergleich mit anderen Proben machen, um die Spezies festzustellen. Okay, danke. Die Probe von dem Fleck. Ein köstliches Mal für jemanden, der auf so eine Jacke kotzt. Das berühmte Spargelomelett und Brie-Käse. Ein wenig DNS, aber nicht genug für den Computer. Mhm, schade. Ach so, das waren die einzigen Sachen, ne? Dann gucken wir mal. Okay. Achso, hier kann man. Ah, jetzt kann man hier gucken, ne? Ey. Ja, das könnte schon nah dran sein. Nee. Auch nicht. Nee. Versuchen wir mal das hier. Singapura. Seltene Rasse. War der Besitzer reich? Wunderschön. Haben wir das auch geklärt? Und, ah ja, genau, da ging die Probe ja nicht. Können wir hier vielleicht was machen? Fingerabdrücke. Nee, also geht gar nichts. Schade. Hätte ja sein können. Okay, dann gehen wir mal nach Brass. Ja? Was braucht ihr, Leute? Irgendwelche Besitzer oder Züchter von Singapurer Katzen in der Gegend? Das lässt sich leicht überprüfen. Oh ja, da gibt es reichlich Auswahl. 7 in Nevada, aber nur eine hier in der Stadt. Registriert auf J.J. Thomas, Suite 3700, North Meadows Anwesen. Okay. Und vielleicht eine Vorladung? Ah, wir haben ja nur den Restaurantbesitzer, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann gehen wir mal zur North Meadows Anwesen. Bitte kommen Sie herein. Kann ich Ihnen helfen?
Wir sind von der CSI. Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten? Ist das die Wohnung von J.J. Thomas? Ja, hier wohnt J.J. Thomas. Und ich bin Claire Thomas, seine Tochter. Wenn Sie meinen Vater besuchen wollen, so tut es mir leid. Aber er ist vor kurzem verstorben. Seien Sie unseres Mitgefühls gewiss, Miss Thomas. Worum geht es, meine Herren? Nur eine Routineangelegenheit, aber wir könnten Ihre Mithilfe gebrauchen. Sicher. Wie ist Ihr Vater gestorben? Tapfer. Sein Kampf gegen den Lungenkrebs war hart. Es war ein Krieg, den er nicht gewinnen konnte. Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen, aber ich bin in keiner guten Verfassung. Ich stand meinem Vater sehr nah. Ich bin Einzelkind und meine Mutter starb, als ich 5 war. Vater war mein Ein und Alles. Ich sortiere gerade ein ganzes Leben in kleine Kartons. Entschuldigen Sie, ich bin ein wenig durcheinander. Also, wenn Sie sich kurz fassen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Kein Problem. Wir haben nur ein paar Fragen. Wohnen Sie hier? Ja, solange ich mich um die Wohnung kümmere. Das war die Winterresidenz meines Vaters. Das Regenwetter in Seattle war hart für ihn. Letztes Jahr, als es schlimmer wurde, zog er dauerhaft hierher und ich blieb in Seattle. Besaß Ihr Vater eine Singapurer Katze? Ja, Sie stellen komische Fragen. Sie muss hier irgendwo sein. Können wir uns umsehen? Ich verstehe, dass Sie nur Ihre Arbeit tun. Aber es tut mir leid, in der derzeitigen Situation kann ich das nicht zulassen. Nicht solange ich trauere. Vielleicht später, wenn Sie in Ihrer Untersuchung vorangekommen sind. Das ist im Moment alles. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir dann weiter, was wir tun können. Und ja, ich freue... Entschuldigung. Ich hoffe, es gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.